Alte Bücher wie diese hier landen jährlich tonnenweise im Papiermüll. Eigentlich viel zu schade und deshalb baue ich daraus jetzt einen kleinen Beistelltisch. Dafür brauche ich zwei gleich große und stabile Holzplatten und vier Möbelrollen. Und jetzt wird jedes Buch einzeln verleimt mit Holzleim. Keine Sorge, ihr müsst nicht jede Seite einzeln verleimen. Es reicht, wenn ihr über die Kanten geht. Und dann wird gepuzzelt und gestapelt, und zwar so, dass am Ende eine gerade Fläche entsteht. Und zum Schluss beize ich jetzt noch die Tischplatte von beiden Seiten, damit sich nichts verzieht, und verleime diese dann auch mit den Büchern. Als Hocker übrigens auch ganz schön.